Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Sabotage auf der Karte Palast des Administrators. Wir starten direkt ins Geschehen, die Runde hat gerade angefangen und wir legen los, denn wir haben einiges zu erreichen diese Runde, denn wir wollen endlich mal ein paar Waffen freischalten, denn ich möchte euch ja langsam mal ein bisschen was zeigen von den neuen Sternkarten, das habe ich nämlich noch gar nicht so wirklich geschafft und dafür müssen wir auf jeden Fall uns ein bisschen den Arsch aufreißen für unser Team. Denn wir brauchen vorwiegend Einsatzzielpunkte. Sprich, wir müssen hier auf Sabotage Einsatzpunkte schaffen. Ich vermute mal, durch das Aktivieren von Generatoren und so ein Kram bekommt man die. Ich hoffe mal, dass es jetzt vielleicht sogar klappt. Ja, 250 Punkte gerade geholt. Nice, so kann es anfangen. Guck mal, der Hässliche hat mich direkt erwischt, der Arsch. Ja, wie gesagt, komm schon, Partnerstark, da ist doch niemand, kein anderer Sturmtruppler. Jawohl, da hinten kommen die Sturmtruppler. Perfekt gespawnt. Oh, und dann habe ich nur einen mitgenommen, das war richtig schlecht. Aber das ist gar nicht so furchtbar tragisch, denn mir geht es eigentlich gar nicht darum zu gewinnen jetzt erstmal, sondern ich möchte jetzt Einsatzzielpunkte. Wir müssen insgesamt 5 Generatoren aktivieren und 5 Generatoren deaktivieren. Deaktivieren ist natürlich jetzt schwierig auf der Seite der Rebellen, aber vielleicht spielen wir die Rückrunde ja auch noch. Aktivieren, deaktivieren und wir müssen Einsatzzielpunkte. Aber hier, auf Sabotage. Das ist halt das Wichtige. Das muss so bleiben. Timer ist online, okay. Das ist ein bisschen mies, dass da jetzt die... Spacken kommen. Oh, Auto-Aim vom Feinsten gerade, aber übertrieben. So, schön, mein Druide. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Wir müssen langsam mal hier wieder zu dem Generator kommen. Lando am Start. Nein, da hat er mich mit dem Thermalploder geholt. Ich will jetzt zu dem Generator. Das hat am Anfang so gut geklappt und jetzt auf einmal klappt gar nichts mehr. Guck mal, er da. Daneben ist direkt der zweite Camper. Wir haben eine Sprengladung scharf gemacht. Bleibt in der Nähe. So, verteidigen A. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Denn das wäre wieder ein Generator, den ich nicht einnehmen kann dann wieder. Ich muss nämlich 5 davon aktivieren insgesamt. Und ich glaube, wenn wir... Ach, ich weiß nicht mehr. Ich sag eh wieder das Falsche. Die Chance ist 50-50. Für einen sind wir auf jeden Fall schon relativ weit fortgeschritten. Da brauchen wir wirklich nur noch das schaffen, dann haben wir die nächste Waffe freigeschaltet. Für den anderen, da fehlen uns noch ein paar andere Sachen, die wir da machen müssen. Oh je. Was schießt denn da auf mich? Wow. Generator zerstört. 150. Oh, jetzt kommt von da auch noch einer. 3 sogar. Ja, ist klar. Aber anders würden sie es auch nicht. Nein, er hat mir es nicht weggeschnappt, aber er hat das Helden-Ding geholt. So, ich gehe mal hier zu Generator B, den können wir nämlich noch aktivieren. Haha, er hat daneben geschossen, genauso wie wir. Die Vanagas-Generator zerstört. Weiter so. So, und zum nächsten Generator. Ich hoffe, dass er hier jetzt uns das nicht wegschnappt. Aber erstmal überhaupt reinkommen, das wäre schon mal was. So, wir sind drin. Ich habe leider keinen Scan-Impuls. Das wäre jetzt eine Nummer, die uns wirklich helfen würde hier. Oh, da sind die alle am Campen. Da sind die mit 4 Mann an dem Generator. Ist natürlich nicht dumm. Denn es gilt ja jetzt nur noch, diesen Generator zu verteidigen. Ansonsten haben wir das Spiel nicht gewonnen. Aber dann rücken wir vor zum nächsten und letzten Punkt. Oh, ich hasse sowas, wenn Teammates auf einen schießen. Das verwirrt einen immer so. So, und jetzt kommen wir nämlich mit der geballten Macht auf diesen einen Generator zu. Ach, komm schon. Mein eigenes Team ist so dumm. Mein eigenes Team blockt mich zu Tode. Oh, wie ich die Unfähigkeit anderer Leute hasse. Ich bin schon mit meiner eigenen Unfähigkeit genug gestraft manchmal. Und wenn ich dann auch noch mit der Unfähigkeit anderer Leute in den Tod gezogen werde, das regt mich dann so richtig auf. Kühlzellen müssen wir auch noch benutzen. Deswegen laufe ich die ganze Zeit mit den Kühlzellen auch rum. Das wäre eigentlich mal schlau, das zu machen.
So. Schön geholt. Wir wollen aber zu dem Generator nach wie vor. Mein Team hat es immer noch nicht gebacken bekommen, obwohl die da mit drei Helden eben am Start waren. Oha. Okay, die schießen da alle runter. Okay, da hinten. Ja, ich werde jetzt eh gleich geholt von rechts, wusste ich. Weil mein Team einfach da nicht deckt. Ich verstehe es nicht. Das ist aber eine richtige Ekelaufgabe. Ich finde das ein bisschen komisch gelöst, diesen Spielmodus. Solange diese Karten machen da noch irgendwie gar nicht so richtig Sinn. Wenn man alle drei Punkte hat, dann macht das Ganze Sinn. Aber sobald die Gegner nur noch eine Basis zu verteidigen haben, nur noch einen Generator zu verteidigen haben, ist das so ein Gezerke, so ein Zerk auf diesen einen Punkt und so ein Gekämpfe andererseits vom Imperium an diesem Punkt, dass es irgendwie wieder nicht so ganz gebalanced und ausgewogen ist, habe ich so das Gefühl. So, der Generator ist aber jetzt aktiviert. Ach, komm schon, jetzt sterbe ich wieder. Oh Gott, ich überlebe. Wahnsinn. Wahnsinn, wie er mir reindrückt. Boah, was war das für ein Schaden, den ich da bekommen habe? Ja, der Typ hat Berserker aktiviert gehabt. Also er war halt auf 75% Lebensenergie oder so. Und die haben den Generator auch zurückgeholt. Ach, dieses Gekämpfe da oben, wie es mir auf den Sack geht. Wie es mir auch auf den Sack da unten. Und ich treffe auch wieder nichts mit meinem Impulsgewehr. Also ich glaube auch nicht, dass das so die richtige Wahl ist, hier das Impulsgewehr mitzunehmen. Auf der Karte. Mein Teammate schießt einfach wieder die ganze Zeit auf mich hinter mir. Ich brauche auf jeden Fall den Thermaldetonator. Nein, da kommt der von hinten. Habe ich noch ein andere Hand dabei? Das wäre echt super. Ja, Thermaldetonator und Bacta-Bombe und Scan-Impuls ist auf jeden Fall besser. Ja, ich möchte die Kühlzelle mal benutzen. Das ist auch noch so eine Sache. Da könnte ich nämlich euch etwas zeigen. Denn wenn ich die Kühlzelle 25 Mal benutze, das ist alles, was ich dafür tun muss, dann bekomme ich die neue Granate freigeschaltet. Diese Stun-Granate, die wäre vielleicht hier für diesen speziellen Fall hier gerade jetzt auch nicht so schlecht. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, die Karte zu wechseln. Mit dem Berserker, das ist schon... Berserker ist schon echt gut, aber... Teilweise, wenn es dann zu sehr hier... Oh Mann, ey! Wie sieht dieser kleine Spaß, die mich abfuckt? Mein eigenes Teammate. Ach, jetzt habe ich den Scan, das Impulsgewehr ja gar nicht mehr dabei. Wollte ich gerade das Impulsgewehr rausholen. Da holt er mich wieder. Das ist wieder der gleiche Typ. Das ist gerade echt ohne Worte. Ich spiele auch richtig schlecht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die sind da überall schon am Campen. Ziehen übertrieben um. Man ist so schnell tot. Hier die Oxys-Granate. Ich krieg die Krise. Die sind schon da in unserem Gebäude. Statt dass wir sie rushen, rushen die uns. Ach ey, das ist echt ohne Worte, wie die am Campen sind. Man kann keinen Kill machen, ohne irgendwie von der Seite geholt zu werden. Also Spaß machen tut das absolut nicht. Das ist eine richtige Ekel-Map. Ich habe sowieso noch keine einzige Karte gefunden, wo ich gesagt habe, wo ich sage, das ist eine wirklich gute Map. Die kann genauso bleiben, wie sie ist, das macht Spaß. Ich finde, das kann es irgendwie nicht sein, dass sie da oben campen können, so einfach. Okay, jetzt haben sie es ein bisschen übertrieben. Geh doch mal weg. Oh, mein eigenes Teammate wieder, ey. Das ist echt unnormal. So, hab ich. Bacta-Granate. Nein, und dann kommt er da um die Ecke. Wie kann er denn wissen, dass ich da stehe? Er kommt schon abzielend um die Ecke. Nein, okay, ich hatte überhaupt keine Lebensenergie mehr. Es war nur noch ein kleiner Futzelstrich, den ich brauchte, um zu sterben.
Ah, der Thermalimploder sitzt natürlich von ihm. Eine Sekunde nur noch und das war's. Wir haben verloren, liebe Leute. Ich brauche gar nicht mehr loslaufen. Aber noch einen Assist bekommen für irgendwas. Mein Geschütz wahrscheinlich. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.